Herzlich willkommen zurück im Newsroom auf OE24TV und wir kommen jetzt zu einer ganz besonderen Aktion, denn beim SK Rapid, da heißt es jetzt demnächst, holt er der Jaukerl vom Rapid-Arzt und dazu haben wir jetzt direkt zugeschalteten Mediendirektor des SK Rapid, Peter Kingemüller, herzlich willkommen. Schöne Grüße aus Hütteldorf, retour in die Innenstadt. Und ja, schöne Grüße. Natürlich. Genau, an den Gerhard-Hanneby-Platz 1, wie wir sehen. Holter der Jaukerl vom Rapid-Arzt ist das Motto. Thomas Balzer wird am Freitag für Impfwillige zur Verfügung stehen. Wie kam es denn zu dieser Aktion und was passiert? Ja, wie kam es zu dieser Aktion? Wir haben uns schon lange Gedanken gemacht, wie auch wir unseren kleinen, aber doch Teil beitragen können, um jenen Leuten, die noch keine Impfung haben, es möglichst einfach zu machen. Und in Kooperation mit der Stadt und auch mit unserem Heimatbezirk ist es jetzt möglich geworden, dass wir anbieten, wie du schon gesagt hast, am Freitag von 17 bis 20:30 Uhr eine unkomplizierte Art und Weise, sich impfen zu lassen. Wie gesagt, von unserem Teamarzt Dr. Thomas Balzer, der schon viele, viele Hunderte oder wahrscheinlich Tausende Impfungen gegen Corona gemacht hat. Einfach bei uns vorbeikommen, man braucht sich nicht anmelden. 17 Uhr in unsere Aula beim Haupteingang in der Kaislergasse. Gerhard-Hanneby-Platz ist die offizielle Adresse. Und nur wichtig, halt mitbringen, bitte einen Lichtbildausweis und eine Sozialversicherungskarte. Und dann gibt es das Jaukerl vom Dr. Balzer vom Rapid-Chefarzt. Das heißt, 3,5 Stunden, das passiert dann gleich in der Aula oder wo passiert das genau? Genau. Das wird dann direkt in der Aula bei uns beim Eingang passieren. Gibt dann auch für alle ein ganz kleines Zuckerl, nur vielleicht einen Zusatzanreiz. Wer dann die Impfung bekommen hat, bekommt auch einen Gutschein für unseren Fanshop, der direkt im gleichen Bereich ist. Kann man dann etwas vergünstigt einkaufen. Ist nochmal einen kleinen Unterschied. Wenn Vereinsmitglieder kommen, die sich impfen lassen, ist der Gutschein ein bisschen höher. Und ansonsten ist er bei 12% Ermäßigung und ist aber natürlich keine Verpflichtung, was einzukaufen. Wichtig ist uns einfach, die Chance zu geben, das Angebot zu haben für all jene, wie gesagt, die es aus welchen Gründen auch immer noch nicht geschafft haben oder sich vielleicht besonders freuen, wenn der Rapid-Arzt die Nadel sozusagen reinsticht, einfach da die Chance zu geben, das möglichst unkompliziert zu machen. Weil wir natürlich alle wollen, ich glaube, da geht es uns allen gleich, dass wir so bald wie möglich, so schnell wie möglich wieder halbwegs eine Normalität haben. Da sind wir ja leider noch sehr weit davon entfernt, wie wir gerade schmerzhaft erfahren müssen, auch bei unseren Heimspielen durch die diversen Beschränkungen, die einem auferlegt sind. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, weil nämlich auch bei den Heimspielen in Wien im Moment gerade dürfen ja nur Geimpfte und Genesene dazukommen. Das heißt natürlich auch gerade die Fans, die bis jetzt noch nicht sich durchringen konnten, ich gehe mich impfen, ich weiß nicht, ich bin mir noch unschlüssig. Das heißt, die auch dazu motivieren, mit wie vielen Fans rechnen Sie denn da oder mit wie vielen Personen, die da kommen und sich vielleicht auch eine Impfung geben lassen? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir lassen uns überraschen. Wir wollen einfach das Angebot stellen. Jeder, der kommt und jede, der kommt, ist willkommen und freut uns. Wir wissen, das ist eine hochpersönliche Entscheidung, ob sich wer impfen lassen will oder nicht. Wir sind halt als SK Rapid und in dem Fall Veranstalter auch natürlich an die Rahmenbedingungen gebunden, die das Gesetz vorgibt. Und deswegen, wie du das auch richtig erwähnt hast, ist es momentan halt so, dass leider viele, gewisser Prozentsatz der Bevölkerung einfach nicht zu Rapid spielen kommen darf. Setzen wir das also einfach so um, genauso wie wenn man auf der Autobahn nicht schneller als 130 fahren darf. Und wir möchten halt einfach dazu beitragen, dass all jene, die vielleicht aus irgendwelchen bürokratischen Hürden Hindernis sehen, das ganz einfach haben und da vorbeikommen bei uns spontan zwischen 17 und 20:30 Uhr an diesem Freitag und dann einmal zumindest die erste Teilimpfung erledigt haben. Ja, das klingt ja auf jeden Fall fein und auf jeden Fall alles Gute, toi 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 für diese Aktion. Wie gesagt, nochmal Freitag in Hütteldorf, von wann bis wann nochmal? Von 17 Uhr geht's los bis 20.30 Uhr direkt beim Haupteingang des Allianzstadions. Das ist dort, wo das prägnante Wappen, Rapid-Wappen ist, nicht zum Übersehen. Und in der Aula wartet bereits unser Doc, der Dr. Thomas Balzer, der sehr, sehr erfahren ist als Arzt, aber auch als Impfarzt. Vielleicht noch eine Bonusfrage noch für diesen 17 Uhr bis 20.30 Uhr. Ist auch irgendwas geplant noch, abgesehen vom Impfen, sei es jetzt ein Rapid Talk oder wo man sich die Fans ein bisschen auch ein Get-Together oder sind irgendwelche Rapid-Spieler vielleicht auch vor Ort sein werden? Get-Together ist halt leider auch aufgrund dieser Corona-Bestimmungen derzeit mehr oder weniger fast ausgeschlossen. Wir haben jetzt gerade heute, ist die UEFA zu uns ins Haus gekommen, da sind die Vorlagen dann noch einmal strenger. Also ich bin jetzt in meinem Einzelbüro und deswegen ohne Maske. Wir haben jetzt rund ums UEFA-Spiel zum Beispiel, es ist wirklich ganz, ganz strikt. Auch deine Kollegen, die dann morgen zu den Pressekonferenzen kommen, im gesamten Innenbereich Maskenpflicht. Da sind die Spieler, diese sogenannte rote Gruppe, dann extrem separiert. Wir leiden auch sehr darunter, dass wir derzeit ganz, ganz eingeschränkt nur Get-Together
Togethers machen können. Bei der Impfaktion steht dann wirklich das Impfen im Mittelpunkt, unser Doc, wie gesagt. Und man hat ein bisschen Rapid-Flair, man ist im Stadion. Absolut. Und natürlich der Fanshop wird wahrscheinlich geöffnet haben, wenn man schon den Gutschein bekommt. Das Rapideum auch unter Umständen? Ja, Fanshop ist natürlich geöffnet und Rapideum muss ich gestehen, bin ich mir nicht ganz sicher, wer die nachreichen, aber ich gehe davon aus. Super, na dann auf jeden Fall toi 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 für diese Impfaktion, alles Gute. Freitag 17 Uhr bis 20.30 Uhr, Gerhard Hanapi Platz 1, also direkt unterm großen Rapid-Wappen, direkt im Allianz-Stadion. Alles Gute, toi toi toi, vielen Dank, Peter Klingelmüller, Mediendirektor des SK Rapid. Dankeschön. Ich danke auch herzlich und schönen Tag noch allen Serien und Sehern und dir selber auch natürlich. Danke.